Leute, es ist mal wieder soweit. Wir haben eine spezielle Aktion für euch. Und zwar mit Getreidetreu veranstalten wir ein Giveaway. Das heißt, an jedem Tag gibt es etwas für euch. Was ihr dafür tun müsst, müsst zum einen natürlich den Kanal abonnieren. Und in jedem Video wird eine Frage versteckt. Und die müsst ihr in den Kommentaren beantworten. Und dann könnt ihr etwas gewinnen. Gut, es gelingt. Wir können ja mal jemandem auch zuhören, der auch mehr Ahnung hat als ich vom Parfum. Und zwar hier, unser Jeremy. Ewig nicht mehr gesehen, Alter. Ewig nicht mehr gesehen, den Jeremy. Ja, was geht ab, ihr geilen Säcke? Jeremy Fragrance hier. Wir sprechen jetzt über 10 Düfte, die Komplimente bringen. Die sind alle hier auf einer Pyramide aufgestellt. Könnt ihr die sehen? Die sind da so ein bisschen... Tja, wie soll ich dir das jetzt zeigen? Ich zeige dir das jetzt mal so. Also wenn du mit den Düften keine Komplimente kriegst, dann ist echt uncool. Dann liegt's an deinem Gesicht. Was soll man sagen? So, wir zoomen mal ein bisschen ran. Was haben wir hier? Du siehst. Was haben wir hier? Wir haben die üblichen Klassiker, ne? Da gibt's nichts Neues. Alter, dieses Hermès-Parfum, das kann doch nichts. Das Hermès-Parfum kann doch nichts, Mann. Creed Aventus, Acqua di Gio Profumo, Hermès H24, Versace Eros. Also dieses Hermès-Parfum, das hält 2 Minuten. Dann ist es weg. Also das, also kauft es bitte nicht. Blöde Chanel, Dior Sauvage, Jean Paul Gaultier Altermeer. Es geht aber noch weiter. Dahinter habe ich noch 3 Billigdüfte hingestellt und das sind die hier. Das sind Halloween Man X, Salvatore Ferragamo F Black und Club de Nuit Intense. Das sind also alles Granatenparfüms, die dir viele, viele Komplimente bringen. Und wenn die Kamera jetzt hinfliegt, dann ist das echt scheiße, Mann. Weil die ist so teuer, Mann. Warte, ich tue den schnell hin. So. Okay. Also, ihr seht die Düfte hier. Welchen würde ich dir empfehlen, wenn ich dir nur 2 empfehlen Alter, würde? Mir fällt, pass auf, habt ihr, fällt euch eigentlich was auf? Jeremy hat keinen Anzug an. Einfach eine Typveränderung. Habt ihr Jeremy schon mal so gesehen? Blöde Chanel. Halloween Man X. That's it. Was gibt's sonst? Die Woche startet, heute ist Montag. Ich versuche so ein paar andere Looks. All Black und All White. Ist mir aufgefallen. Goldene Rolex, 10 von 10 Punkten. All Black, 10 von 10 Punkten. Roter Ferrari, 10 von 10 Punkten. Wir wollen nur 10 von 10 Punkten haben, oder? Ja, let's go! Also 2. Der Halloween Man X ist nicht 10 von 10. Oh. Blöde Chanel ist eigentlich auch nicht 10 von 10. Auf. Weil meine Brand ist 10 von 10. Number okay. One. Aber auch nicht schlecht ist Blöde Chanel. Und von den nicht. Nein, Mann, das sind also wirklich. Zum Beispiel, ich sag ehrlich, ne? Ich sag es Hermès. Also das, zum Beispiel Hermès, Terre de Hermès. Terre de Hermès, günstiger Duft. Ich mag ihn. Chanel Egoist, günstiger Duft, ich mag ihn. Es muss nicht teuer sein, ne? Aber diese blöde Chanel oder so, diese... Nee, Mann, nee. Okay, von mir aus, sag Fragrance One ist absolute Number One, okay, ist also... Nicht Fragrance One Düften ist das die Nummer 1. Also dann, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hau jetzt ein TikTok-Tanzvideo raus. Wollt ihr sehen, wie ich das mache? Let's go, oder? Ich das jetzt mal spontan. Let's go, oder? Während die Kamera läuft. Let's go, oder? Wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt ausschalten. Ich mache mein Mikro aus. Leute, was soll ich sagen? Number one, immer. Das ist die Number One. Das ist die Number One. Ich sagte, Jeremy ist einfach der Realste. Was soll ich sagen? Jeremy ist der Realste.